Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und das ist der Mann, das ist der Viktor der Dritte, so heißt er, glaube ich, der Papst der katholischen Christenheit, der eben diese nach Jahrhunderten des Friedens aufgerufen hat, aufgestachelt hat, so muss man sagen, zu einem Kreuzzug gegen uns, gegen unseren Glauben, gegen den slowianskanischen Glauben. Und nun ist es soweit, der Krieg der Kriege ist ausgebrochen und ja, vielleicht sollten wir uns diesen Papst Viktor einfach nochmal anschauen, was das eigentlich für ein Typ ist, unser Gegner hier in gewisser Weise. Also, er ist treuherzig, er ist ruhig, er ist stur. Dann ist er hatte keine besonders erfolgreiche Ausbildung, allerdings inzwischen sehr, sehr, sehr gelehrt, das kann man schon sagen. Er ist ein Trunkenbold, was soll man noch anderes von einem katholischen Geistlichen erwarten? Gelehrter Pilger und Theologe. Nun gut, relativ, ja, relativ unauffällig, so würde ich es mal behaupten. Studien zu mechanischen Vögeln, Sympathie Heiden gegenüber. Was? Aber dann sind es andere Heiden. Entschlossener Pilger, Einblicke in den Himmel hat er. Und viel, viel, viel Geld und viele Verbündete, die er um sich geschart hat. Und in gewisser Weise ist das schon ein Treppenwitz der Geschichte, denn Radoslav hat so viel Angst gehabt, aber nie vor diesem Fall, nie so wirklich, vielleicht so ganz insgeheim, aber seine erste Angst galt immer den eigenen Untertanen, der Angst, verraten zu werden von irgendjemandem, dass der Aufstand von innen kommt, das Messer im Rücken von den eigenen Leuten, das machte seine Paranoia aus und jetzt ist es ganz anders gekommen. Okay, wir müssen diesen Krieg führen und wir gucken erstmal, wie es aussieht mit Bündnispartnern. Wir können König Janosch in den Krieg holen, das machen wir natürlich. Wir können interessanterweise, wir können ein paar Hausmitglieder rufen, aber Grafen werden wir nicht holen. Der Prinz, was hat der zu bieten? Der hat 1400, nee, ich glaube, mit so einem Popelkram fangen wir gar nicht erst an. Was hat der noch zu bieten? 1300. Was wir nicht können, wir können zwar ein paar Dynastiemitglieder rufen. Herzog 6000, ja, den rufen wir Herzog Dobromir. Das machen wir mal. Ah, warte mal, das müssen wir, glaube ich, hier, ne, machen. Wo kriegen wir das Krieg? Hier, Dynastiemitglied in den Krieg gerufen. Interessanterweise, ja, wovon hängt das ab, wen wir rufen können oder nicht? Weil die Könige und so weiter sind nicht dabei. Ja, wir machen es mal hier. Wir haben Herzog Sigmund von Helgoland. 7000, den wir noch mit reinrufen. Definitiv. Dann Prinz Jaroslav. Nein. Prinz Andrei. Nein. Hauptmann Piotr. Das ist aber eigentlich ein Söldner. Können wir den einfach so mit reinrufen? Tatsächlich, sieht so aus. Brauchen wir keinen Sold bezahlen. Hervorragend. Was mache ich denn hier, Leute? Ich glaube, ich muss einfach hier raufklicken. Habe ich bei den anderen vergessen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Muss ich hier nochmal nachholen. So, jetzt ist es erfolgt. Entschuldigt. Okay. So. Bündnisse. Das sind aber nur unsere Söhne. Die haben nicht viel. Das lassen wir einfach mal. Ja, und das war's. Und interessanterweise, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den schwedischen König gehe, dann ist es mir nicht möglich, diese Dynastieentscheidung irgendwie zu treffen, beziehungsweise die Dynastieaufforderung, bin mir nicht ganz sicher. Aber wartet mal, hier, aber mit dem Bündnis wird das nicht zusammenhängen. Ne? Ich will mal mit dem König hier ein Bündnis machen. Ja, da muss er erst eine Antwort geben. Das können wir mal prüfen. Aber ich glaube, Bündnisse nützen da ehrlich gesagt gar nichts. Weil das sind nur diese internen Bündnisse. Nun gut. Okay, soweit erstmal zu denen, die uns noch helfen können. Jetzt zur allgemeinen Strategie. Also grundsätzlich ist es so, der Gegner muss das Kriegsziel erobern. Das heißt, er muss Burgen, Gebiete innerhalb des Kriegsziels erobern. Dann bekommt er Kriegspunkte. Wenn er das nicht hat, bekommen wir Kriegsstandspunkte. Das heißt, eigentlich ist es ziemlich unsinnig, anzufangen, jetzt in gegnerisches Gebiet vorzudringen, weil das bei dieser Riesenmenge an Gegnern. Also so eine einzelne Burg hier, Stendal, ja, kann man machen, aber das bringt quasi nichts. Das bringt keinen Kriegsstand. Viel wichtiger ist es, glaube ich, Schlachten zu schlagen gegen größere Armeen und eben das eigene Gebiet zu verteidigen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was ist das eigene Gebiet, die Königreichstitel. Und wir sehen, und das kann man leicht übersehen, Mecklenburg-Pommern besteht nicht nur aus diesem Gebiet, sondern auch aus Seeland. Das ist schon vor einiger Zeit mal rüber gewechselt. Und das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Gut ist es, weil wir unsere Truppen stärker aufteilen müssen.
Schlecht ist es, weil dass wir sie stärker aufteilen müssen. Gut ist es, dass es eine Insel ist und er landen muss, sodass wir den Landungsvorteil dort haben. Das müssen wir berücksichtigen. Es sind jetzt einige Vorüberlegungen zu treffen und es wird im Übrigen, das kann ich jetzt schon mal prophezeien, ein sehr langwieriger, kleinteilig zu führender Krieg, weil, und das ist jetzt das nächste große Problem, was diesen Krieg bestimmen wird, weil die Versorgung in den einzelnen Gebieten es nur ermöglicht, ungefähr so 15.000 Mann große Heeresteile hier zu haben. Ihr seht es. Selbst, also die beste Versorgung vermutlich in Velikrad selbst, selbst dort haben wir nur 21.000. Das wiederum bedeutet, also man könnte darüber hinwegsehen, wenn es ein kurzer Krieg ist, wo man ein bisschen was erobern muss, dann, das ist alles kein Problem. Das wird aber ein langer Krieg werden. Das heißt, immer dann, wenn wir über der Versorgungsschwelle sind, werden wir halt Versorgung verlieren und damit irgendwann an Kampfstärke enorm einbüßen und dann kann man den Krieg nicht mehr führen. Das heißt, wir müssen wirklich die Armeen so aufteilen, dass sie das ungefähr hinhaut. Also rechne ich jetzt so mit 15.000 Mann starken Armee-Teilen. So. Und ich werde, ja, ich glaube, ich werde drei Belagerungsarmeen machen. Wobei, ich will eigentlich nicht offensiv vorgehen, aber vielleicht muss man was zurückbelagern. Aus jeweils so 10.000 bis 15.000. Dann werde ich zwei kampfstarke Armeen machen. Oder vielleicht auch nur eine von unseren Leuten, also mich wirklich konzentrieren. Das ist die Armee, die in die Kämpfe geht. Wobei, wir müssen uns ja hier ein bisschen aufteilen. Muss ich mal gucken. Und dann können wir noch Söldner reinholen. Und wie sieht es eigentlich aus mit den Ordensrittern? Die können wir nicht anwerben, weil sie schon automatisch mit im Krieg sind, so wie es aussieht. Okay, alles klar. Gut. Ja, dann müssen wir anfangen. Und wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, sehr kleinteilige Angelegenheit. Ich würde sagen, warte mal, hier hebt schon jemand aus. Wir verlegen mal den Sammelpunkt mal hier hin und beginnen hier jetzt erstmal unser Kriegsvolk auszuheben. Und verlegen den Sammelpunkt mal hier hin und werden dort wiederum alle anderen ausheben und also die Bauern. Ja, und dann verlegen wir den Sammelpunkt nochmal hier hin. Und ich glaube, dort können wir Söldner holen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir das sofort tun sollten. Ach, die brauchen ja auch immer eine gewisse Zeit, ne? Das ist ja neuerdings so. Ja, machen wir das mal. So, okay, fangen wir mal an mit den Söldnern. Also mit Tausenden geben wir uns nicht ab, sondern mit den teuren, großen Söldnerkompanien. Geld haben wir genug. Jetzt will ich aber, ich denke, paranoiamäßig und gerade bei so einem Krieg ist es wichtig, dass die Söldner unseren Glauben haben. Das ist bei den Freilanzen von Brandeis, ist das so? Bin gespannt, wo die jetzt auftauchen. Ja, da, genau. Der bayerische Trupp ist katholisch, kommt nicht in Frage. Der Trupp des gefallenen Gnets geht. Kommen. Freikompanie des Pospolite ist auch slowenskanisch, sehr gut. Kommen. Ich werde auch diese ungefähr auf 14.000, 15.000 Mann nehmen. Der Göter-Trupp ist katholisch. Die Großkompanie ist katholisch. Der schwäbische Trupp ist katholisch, logischerweise. Der Baltentrupp ist slowenskanisch. Sehr gut, wird angeworben. Sind wir bei, ja, jetzt sind es halt nicht mehr so viele, ne? Bei 10.000. Okay. Kompanie vom beleibten Pferd. Das ist ja auch ein schöner Kompaniename. Ist auch slowenskanisch. Sehr gut. 12.000. Oder Freikompanie. Auch slowenskanisch. 14.000. So, das ist die Söldnerarmee. Hervorragend. Die werden wir komplett zusammenführen. Er kann dann hier auch Befehlshaber sein. Und da ist die Frage, ob wir mit denen nicht direkt Seeland verteidigen. Marschiert mal dorthin. So, erste Stufe des Ganzen. Jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Das dauert jetzt seine Zeit. So, die sind schon da. Das ist schon ganz gut. Jetzt machen wir Folgendes. Nächste Stufe. Wir werden jetzt mal die Bombarden hier rausnehmen. Einzeln und einzelne kleine Belagerungsarmeen etablieren. Aber was heißt kleine? Die haben auch halt so 10.000 bis 15.000. Aber da kommen nur Bauern rein. Die machen wir erstmal so ins zweite, dritte Reihe. Nochmal die Bombarden raus und dahin. So. Und dann haben wir diese. Naja, wo wir jetzt sagen, wo wir die Söldner haben, könnte man sagen, man lässt tatsächlich wirklich nur eine Kampfarmee
Und der Rest sind halt kleinere Bauernarmeen, die zur Unterstützung mit reinkommen. Oder ist das zu unflexibel? Ich weiß es nicht. Ich würde es erstmal so lassen. Wir lassen eine Hauptkampfarmee und jetzt gucken wir mal, wer die anführt. Und zwar Herzog Aaron. Ja, der hat auch den Glaubenskrieger-Vorteil. Das ist natürlich super. Plus 10, kämpft er mit 36. Leichtsinnig und Pionier. Pionier brauchen wir nicht so richtig. Aber das ist schon sehr gut. Das machen wir mal so. Okay, dann sollen die sich erstmal verteilen. Jetzt kommen die, die hier mitkämpfen, rein. Alles gut. Jetzt haben wir ein Bündnis mit den Norwegern. Und ich wette mit euch, das funktioniert nicht, weil Bündnisse halt so nicht funktionieren in diesem Spiel. Wir können ihn hier nicht in den Krieg rufen. Genau, ihr könnt Vasallen nicht als Verbündete in den Krieg rufen. Das alte Thema. Ja, so. Die bewegen sich jetzt hier weg. Wir müssen warten, bis jetzt hier die 100, was auch immer, 150.000 Bauern da sind. Die Esten sind dabei, sehr schön. Und wir bauen hier einiges. So, die teilen sich jetzt auf. Herzog von Livland kommt mit rein. Sehr gut. So, das ist echt eine Menge Vorbereitung hier. Ihr seht, es sind noch nicht mal 100.000 da. Die verteilen sich aber jetzt langsam richtig. Okay. Dobrojega wird erwachsen. Sehr schön. Damit dürfte dann auch ihre Hochzeit vollzogen werden. So, als nächstes werden wir hier mal gucken, dass wir Belagerungsanführer erhalten für diese Truppen und Vincenti. Das ist ein Gast. Ich würde sagen, in diesem Fall springen wir über unseren Schatten, auch wenn wir keine Fremden haben wollen, aber das werden wir tun. Das gibt uns zwar Stress, aber er wird hier Anführer dieser Armee werden. Dann haben wir noch Belagerer. Das ist die große Frage. Vincenti, wir haben so viele Anführer und so wenig Belagerer. Heilige Krieger sind. Ah, hier. Miroslav, sehr gut. Und einen dritten bräuchten wir eigentlich noch. Vishibor. Sehr schön. Da hätten wir sogar noch einen. Okay, die Belagerungsanführer haben wir. Jetzt warten wir auf die Bauern, damit wir die neue Aufteilung machen können. So, da oben gibt es schon gegnerische Armeen zu sehen. Noch sehr wenige. Hier kommen auch unsere Verbündeten. Da unten haben wir. Aber das sind alles nur kleine Truppen, ja. Ja, das wird alles eine Zeit dauern. Nee, auch der Gegner muss natürlich jetzt mal aufmarschieren. So, wir haben hier 129.000, 132. Na, wann ist der Aufmarsch vorbei? So, da sind wir, 132.000. Das erste ist, wir bringen hier weitere 5.000 hin, um die Armee hier einigermaßen so zu haben, wie wir sie haben wollen. Die ergänzt die Kampfarmee. Jetzt bringen wir hier jeweils so, naja, 13.000, 14.000 in die Belagerungsarmeen, die natürlich auch in die Kämpfe eingreifen können, wenn es nötig ist. Klar, kein Problem. So, 6, 7, 9, 11, 12, 14.000. Nummer 1 dorthin. So, wir müssen zurück zur Hauptarmee. Hier haben wir sie. Vierzehntausend. Ihr marschiert hier hin. Und weitere 14.000. Ihr marschiert hier hin. So, wie viel sind da jetzt noch übrig? Es sind noch übrig 85.000. Warte mal, wenn ich die jetzt halbiere, habe ich 42. Wenn ich die halbiere, habe ich 22. Ungünstiges Verhältnis. Ja, okay, dann müssen wir sie manuell aufteilen. Gut, neue Armee. Das sind jetzt Tausende Aufgebote, okay. Ja, ist das normal, dass es so glatt aufgeht? Na gut, machen wir das mal. Ja, 15.000 ist okay. Das sind jetzt reine Bauernarmeen, die wir auch benötigen. Eine. Ja, okay, das sind jetzt noch drei Armeen. Das reicht, wenn ich dann 14.000 mache. So, die zweite.
Bistro. Was ist da jetzt noch übrig? Habe ich das jetzt richtig abgespalten? Irgendwie, nee, warte mal, irgendwas ist jetzt schiefgelaufen. Da habe ich mich jetzt gerade getäuscht. 56 sind wir noch. Aber ihr geht richtig, ne? Genau. Ne, ne, alles klar. Da habe ich mich gerade geirrt. Das sind nicht 42. Genau, ich habe die falsche angeklickt. So, also noch 56. Ihr geht hier ins Hinterland. Dann haben wir jetzt noch 42. Okay, pass mal auf. Wir lassen die erstmal marschieren. Das wird sehr, sehr unübersichtlich, das Ganze. Ich habe es euch angekündigt. Ist nicht so einfach. So, wir werden überwältigt von Anspannung, weil Schwester Editha gestorben ist. Mit 58 Jahren. Und damit haben wir auch einen geistigen Zusammenbruch. Ja, und wie gewohnt, wir werden das auswürfeln und ich würfle dennoch den noch und dann will ich allein sein. Okay, wir werden hier wieder belagert von Leuten. Ja, das ist in diesem Falle sogar wirklich ganz gut. Wir verlieren ein bisschen Anspannung. Hervorragend. So, ich versuche mal ein bisschen schneller zu machen. Okay, unsere Hauptkampfarmee ist jetzt hier quasi einsatzbereit. Da haben wir auch schon eine gegnerische Armee. Ich würde mal sagen, wir versuchen auch schon mal hier loszuschlagen. Eine von den Belagerungsarmeen, ach, die sind noch nicht bereit. Das dauert noch ein bisschen. So, das sind jetzt einzelne bäuerliche Kampfarmeen, die alle noch keinen Anführer haben. Den müssen wir dann zuordnen. Und hier werden wir jetzt noch drei Armeen rausbekommen. So, Nummer 1, die marschiert dahin. Und die können wir dann einfach teilen. Die marschiert dahin. So, dann sind wir erstmal so weit und dann müssen wir die Anführer noch vernünftig zuordnen. Aber ich starte mal, indem ich die hier einem Befehlshaber gebe. Aha, wir könnten die Hauptleute der Söldner jetzt quasi auch mit einsetzen. Obwohl wir die Söldnerarmeen dort zusammengebunden haben. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber was weiß ich, ob hier irgendwie wer Hauptmann ist und wer nicht. Na gut, wenn es Hauptmann steht, dann ist er Hauptmann. Ich würde mal sagen, das machen wir nicht. Wir nehmen nur Leute, die jetzt nicht von irgendwelchen Kompanien kommen. Ja, das erscheint mir komisch. Wintersoldat. Ja, warum eigentlich nicht? Nehmen wir den. Und diese Bauernarmee kommt auch schon mal hier mit nach Seeland. Die unterstützt da die Hauptarmee. So. Okay. Der Feind zieht schon mal ab. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie das werden wird. So, die ersten Bauern kommen bei den Belagerungsarmeen an. So weit, so gut. Wichtig ist jetzt, dass überall auch die Anführer zugewiesen sind und dass das irgendwie stimmt. Also, erste Belagerungsarmee, zweite Belagerungsarmee, dritte Belagerungsarmee. Ich würde sagen, ja, auch wenn ich gesagt habe, das bringt nicht viel, das Belagern. Solange wir keinen Gegner sehen, machen wir das einfach mal. Während wir hier den Gegner verfolgen. Ja, das kann auch gefährlich enden, aber tun wir das mal. So, und jetzt gucken wir uns jetzt mal die anderen Armeen an und weisen jetzt Anführer zu. Relativ willkürlich. Und die positionieren wir hier im Grenzgebiet. Okay. Und da müssen wir gucken, ob das dann auch noch... Okay, du hast schon... Ob das dann noch mit der Versorgung irgendwie hinhaut. Kompanieanführer nehmen wir nicht. Im Wald ist die Versorgung wahrscheinlich nicht so dolle. Er hat schon einen Anführer. Er geht mal hier runter. So, die haben wir dann alle bewegt. Und die Belagerungsarmeen, die stehen so ein bisschen in zweiter Reihe. Stehen bereit, wenn irgendwas anliegt. So, und dann gucken wir mal. Irgendwelche Vasallen erklären sich gegenseitig noch den Krieg. Die ziehen weit in Richtung Süden. Ich bin, ehrlich gesagt, jetzt nicht gewillt, meine Hauptarmee so weit in Richtung Süden zu bringen.
Wir sollten uns wieder zurückziehen, aber wir sehen hier schon, es sind alles Versorgungsprobleme, selbst in unserem eigenen Gebiet, ey. Wahnsinn. Pass mal auf, wir ziehen doch lieber hier hin. Die andere Armee, das ist die Belagerungsarmee. Irgendeiner hat mir dahin gebracht, die bleibt mal hier. Ja, wahrscheinlich sind die Armeegrößen immer noch zu groß. Aber gut, wir haben auch Winter, das könnte auch noch ein Einfluss sein. Ja, und jetzt heißt es, gucken, warten, wie der Gegner sich bewegt, wann er kommt. Wir können nicht überall sein in diesem Riesenreich. Wir müssen hoffen, dass unsere Bündnispartner vielleicht auch an anderen Orten agieren. Aber mir scheint es dennoch richtig zu sein, hier einfach abzuwarten oder hier zu verteidigen, in einem ersten Punkt. Was sind denn hier? Jetzt sind hier wahnsinnig viele verbündete Armeen und das ist natürlich super nervig. Weil sie uns natürlich hier was wegnehmen, oder? Ne, nehmen sie nicht, interessanterweise. Kann das sein, dass sie sich nicht aus der Versorgung bedienen? Sehe ich zumindest hier nicht. Kann aber auch am Monatswechsel enden. Und wir haben erste Belagerung. Klepp. Und da sind relativ große Armeen des Gegners. Und jetzt ist die Frage, lassen wir uns davon beeinflussen? Wir gehen mal auch hier in die Armeeübersicht. Sieht man hier, welche Armeen Probleme haben? Versorgung, weil hier sehen wir es nämlich. Gut, die sind noch in Bewegung. Und es ist Winter. Vielleicht hat das seinen Einfluss. Ich hoffe es. Die sind ordentlich versorgt. Weitere Belagerungen im Süden. Tja, das ist jetzt schon schwierig. Ich meine, die können jetzt unser ganzes Land hier natürlich plündern, während wir gleichzeitig das Kriegsziel verteidigen. Ist das so gut? Vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen gen Süden verschieben. Ja, ich denke ja, wir sollten das tun. Wir können hier nicht einfach zusehen, was die da machen. Wir nehmen mal drei Armeen hier mit. Auf dem Weg gen Süden, das wiederum sind... Ist keine Belagerungsarmee? Nee, dann geht auch mit. 45.000 Mann und die Kampfarmee. Der Gegner weicht dann auch dort schon weg. Da kommen schon 30.000 in unser Gebiet, sehr gut. Hier oben noch keine Feinde. Ja, sie können sich da unten nicht entscheiden, was und wo und wie sie belagern. So, jetzt sind wir hier zumindest relativ feindnah und das ist auch unsere starke Kampfarmee. Allerdings haben wir noch keine Unterstützung hier in der Nähe. Ich würde sagen, wir begeben uns mal zwischen die Feinde. Ich bin mal gespannt. So, Verbündete des Feindes tritt Krieg bei. Oh, der Papst ist gestorben und es gibt einen neuen Papst. Papst Calestinus IV. Arrogant, keusch und ein religiöser Eiferer. Nun gut, also es ändert nichts an der Situation hier. Aber der Deutschkriegerorden ist aus dem Krieg ausgetreten, weil der Großmeister gestorben ist. Aber die müssten eigentlich dann auch wieder eintreten, oder? Gut. So, warten wir noch auf Verstärkung oder greifen wir jetzt an? Der Gegner ist aber relativ stark dabei. Ich würde mal sagen, wir warten noch mal kurz, bis sie zumindest in der Nähe ist. Ah, jetzt sind wir zu spät. Oder? Kriegen wir sie noch? Wir versuchen es natürlich. Sie versuchen zu fliehen. Ah, ja. Könnte was werden. Wir laufen damit rein. So, hier oben gibt es noch keine Feinde. Hier unten ist das, sind die ersten Orte. Okay, wir haben leider nur 5000 Mann erwischt mit plus 43. Das ist aber ganz gut gewesen. So, die Armee haben wir komplett erledigt. Und wir kontrollieren Stendal. Ja, gut, solange hier kein Gegner ist, machen wir hier ein bisschen weiter mit unseren Belagerungstruppen. Wo sind denn die anderen Belagerungstruppen? Hier, das müsste noch eine sein. Die kann hier oben Lüneburg belagern. Wobei, das ist gar nicht Gegnerland. Dann bleibt man da stehen. Gut, 38.000, die ziehen sich aber weiter südlich zurück.
Ja, Versorgung wird jetzt hier ein Problem schon, weil wir hier zusammenstehen. Das ist echt schwierig. Muss erstmal jetzt so ein bisschen auseinanderkommen. Der Gegner verteilt sich dann da unten auch. Marschiert hier in unser Gebiet rein. Aber auch der Gegner wird Versorgungsprobleme haben. Wir müssen jetzt so nach und nach. Hier geht mal hier rum, so nachlaufen. Wobei das alles Gebirge ist, halt alles schlechte Versorgung. Selbst in unserem eigenen Gebiet. Aber es geht hier noch mit 94. Gucken wir mal, wenn wir hier jetzt reinlaufen, was wir hier erwischen. Ihr kommt mit rein. Die Freundschaft von Herzog Radoslav. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Herzog von Transkarpatien. Normalerweise würden wir Nein sagen. Ich würfe immer noch mal wieder Besessenheit. 4, nicht besessen. Insofern, warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Das ist unsere normale Reaktion. So, wollen wir mal gucken. Hier oben keine Feinde in Sicht. Hier unten relativ viele. 1% für uns. So, okay. 18.000 gegen 23.000. Und wir stehen hier nicht besonders günstig, ehrlich gesagt. Wenn jetzt der Gegner da alles reinwirft, könnte es schwierig werden. Wie sieht's aus? Plus 44 allerdings. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, Verstärkung ist auch mit dabei. Die kommt noch nach. Die erste groß, wirklich große Schlacht hier. 36.000. Oh mein Gott, sie werfen jetzt alles rein, was sie haben. Aber auch unsere Verbündeten kommen und die Bauern kommen auch noch. Versorgung ist noch gut und vor allem der Kampfvorteil ist auf unserer Seite. 33.000 gegen 24.000. Haben sie noch was nachzubringen? Nee, die anderen trauen sich nicht. Die Schlacht von Chet wird eine riesige erste große Schlacht. Verbündete kommen. Und der Sieg ist unser. Ja. Der Sieg hat es schon, ne? Noch nicht. Der Gegner ist auf dem Rückzug. Okay, jetzt. Und das hat schon ganz ordentlich Kriegspunkte gebracht. 8%, wie wir sehen. Okay, das gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an, was da genau passiert ist. Werte des Ehepartners. Große Komplottexpertise. Nochmal Ränkespiel dazu gewonnen. Gefangen genommene Kombattanten. Bürgermeister, zwei weitere. Verbündete Kombattanten getötet. Einer unserer Herzöge ist getötet worden. Und das war die Schlacht von Chep. 9.000 Tote auf unserer Seite, 24 Tote auf der anderen Seite. 24.000, 25.000 fast. Gab 3.000 Ruhmpunkte und 1.500 Hingabepunkte. Gut, wir gucken mal bei den Champions. Waldemar, gestorben. Am meisten hat Bürgermeister Budivoj von Tours erreicht, aber der Herzog selbst, wurde verwundet. Das ist unser bester Anführer. Hier gibt es noch eine Verwundung, da noch einen Toten, da drei, vier. Wahnsinnig viele Ritter haben mitgekämpft, vor allem auf der Gegenseite. 5, 6, 7, 7, 45 feindliche Ritter. 26 Champions, 7 Feindliche wurden getötet. Sehr, sehr, sehr erfolgreich und beeindruckend, dieses erste Gefecht. Wir müssen jetzt bloß unsere Armeen hier auseinanderziehen. Ich würde sagen, wir bringen die Bauern mal hier hinten hin. Und die bringen wir. Na, Versorgungsschwelle müssen wir jetzt ein bisschen achten. Die bringen wir dorthin. Und wir bleiben vorerst da stehen, damit sich alles wieder ein bisschen entzerren kann. So, Dannenberg ist in unserer Hand und ein. Achso, das ist nur ein Herrscherwechsel, deswegen kommt diese Nachricht. Tja, okay. Also, diese Feinde sind jetzt hier belagert und besiegt, aber es nützt uns sehr, sehr wenig vom Kriegsstand. Wir sehen aber hier eine große Armee sticht in See. Es könnte sehr, sehr gut sein, dass sie nach Seeland segeln werden. Das ist sehr, sehr gut möglich. Okay, gibt es hier im Süden Ärger? Da scheint alles ruhig zu sein, so wie es aussieht. Das heißt, die Feinde konzentrieren sich im Moment hier in diesem Bereich. Interessanterweise gar nicht hier. Aber
Das kann sich alles noch ändern. Wir gucken mal kurz auf die Gemengelage. 330.000 gegen 346.000. Da ist alles noch offen. Das wird ein unfassbar, ich glaube, es wird ein ziemlich langer Krieg werden. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Kriegspunkte wir durch Schlachten gewinnen können. Sehen wir nochmal die Zusammensetzung. Ja, diese 9% kommen ausschließlich durch Schlachten. Also zum Beispiel diese zwei besetzten Grafschaften, die bringen gar nichts an Kriegspunkten. 0%. Das heißt unter 0,5 vermute ich. Insofern wiederhole ich das, was ich eben gesagt habe. Es ist bedeutungslos, hier irgendwas zu belagern. Außer natürlich, man würde eine Hauptstadt belagern. Aber ja, die ist weit außer der Reichweite. Man könnte natürlich mit dem Schiff nach Rom segeln. Das würde einiges bringen. Aber dann würde man natürlich sein Heimatland sehr entblößen. Das machen wir jetzt nicht. Wir verteidigen das auf konservative Art und Weise. So, minus 239, damit kann man ziemlich lange diesen Krieg führen. Ja, ich würde sagen, dann ist das jetzt ein schöner Abschluss dieser Staffel, ein schöner Cliffhanger. Und ich gehe fast davon aus, dass uns möglicherweise die gesamte nächste Staffel über dieser Krieg begleiten wird. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.